Kopfball-Challenge gegen den größten Mann Deutschlands. Messi! In der ersten Aktion setzt sich Yannick wunderbar gegen vier Leute durch, aber der Keeper hält glänzend. Aber dann kommt jetzt schon der erste Treffer. Yannick unnachahmlich. Hier gehen wir alle hoch, aber trotzdem setzt sich Yannick durch. 2:0 für Yannick. Mit diesem Move konnten wir ein bisschen auskontern. 1:2. Aber trotzdem hat Yannick hier die Lufthoheit. Ganz trocken und souverän zum 3:1. Bei der letzten Aktion decken wir ihn eigentlich gut, aber trotzdem kommt er zum Kopfball.